Liebe Leute, mein Name ist Petro, wie ihr es wisst, und das ist dieses Haus, das wir bei meinem ersten YouTube-Video gemacht haben. Und jetzt kommt der zweite Stock. Gut. Also, wie eben doch gesagt, dass es so ein Mini-Keller geben wird und so Dachboden. Und ja, wir fangen jetzt mit dem Steinziegel, ich meine mit dem Bruchstein an. Eher mit Eichenholz. Und das machen wir wie beim ersten Stock. So, diese Wände. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also, das lassen wir auch mal aus. Weil das hier unser Balkon wird, deswegen tun wir es hier. 4, 1, 2, 3, 4. Wenn ihr zum Beispiel hier kommen wollt, das ist kein Problem, denn wir können diese Tür, so da wird eine Tür sein, und dann wieder hier. Also, ach ja, die Türen habe ich vergessen. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr hier noch so eine Falle machen, damit niemand reinkommt. Und deswegen tue ich hier so zwei Türen. Okay. Falls ich was zerstöre. Also. Gut. Und hier noch eine Tür. Wenn ihr wollt, könnt ihr das hier auslassen. Und da so eine geheime Alarmanlage bauen. Aber das geht auch so. Und wir wollen auch manchmal an die frische so bei dem Fenster rausblicken. Und deswegen tue ich hier sozusagen zwei Stühle, um rausblicken zu können. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr hier so eine geheime Truhe bauen. Aber ich halte es nicht für so eine gute Idee. Denn das ist ja euer. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr das auch machen. Ist euer Haus. Und deswegen baue ich für euch dieses Haus. Wenn ihr zum Beispiel bei Minecraft keine Idee habt, um ein Haus zu bauen, dann kommt einfach zu mir. Oder so noch YouTuber, die Minecraft spielen und Gebäude bauen. Das war schon immer meine Idee. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, zu Einzeltüren machen. Es muss nicht immer nur Doppeltüren sein. Also, hier soll es Doppeltüren sein. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr hier keine Doppeltüren machen. Okay, zurück zu unserem zweiten Stock. Also damit ihr es nicht vergisst, wir machen das hier. Und hier in der Mitte machen wir auch noch. Oh. Damit ihr es besser sehen könnt.
Nö, hier brauchen wir nichts. Gut. So sollte es insgesamt aussehen. Und ja. Und jetzt kommt Bruchstein und das machen wir überall, wo es außen bleibt. Oder warte. Oder doch, wir machen es so. Also nicht nur Holz. Ihr könnt entweder hier zwei Türen machen. Oder hier. Ganz wie ihr wollt. Ich sage, ich würde diese Tür hier, das hier nehmen. Oder eher. So. Hä? Und was ist hier faul? Und den, wie ich es hier gemacht habe. Ja, ist richtig. Ah ja. Das hier fehlt. Und so, das hier fehlt, aber diesmal machen wir es mit Holz. Ihr könnt es auch anders machen, so wie dem, zum Beispiel, so wie beim ersten Stock. Also, dann müsst ihr es hier hin tun. Ich finde es nicht so schön. Deswegen, oder wir können es auch so machen. Ja, das gefällt mir. Oder wir machen es doch so. Ja, das gefällt mir besser. Das wird wieder die Mitte. Ups. Gut. Es muss ja nicht unbedingt alles aus Stein sein. Es kann auch Holz, Holz, Stein, Stein werden. Aber keine Sorge. Wir machen den ersten Stock trotzdem aus Stein. Gut. Weiter geht's. Okay, jetzt kommen wieder diese Glasscheiben und Wolle. Und das hier machen wir so. Also, ich hätte auch die das hier nehmen. Das brauchen wir nicht mehr. Oder doch? Ja, vielleicht später. Stopp. Der Balkon. Oh Mann, jetzt regnet es auch noch. Hoffentlich ist es immer noch Tag. Mal sehen.
Nee, ist es nicht nachts. Egal, wir können es auch im Regen machen. Oh, ich sehe besser als im Regen, sogar. Okay, doch nicht. Wie gesagt, für hohe Möbel nehmen wir auch das hier. Also Wolle. Dachboden, da könnt ihr auch eure Sachen noch bewahren oder vielleicht sogar Welten machen. Ganz wie ihr wollt. Nee, ich will jetzt. Kein Problem. Hä? Ich mach's gleich. Komm schon. Bis. Ha, ja. Diesmal nehmen. Hä, was? Ah, das ist das Richtige. Typ brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja. So, super. Gut. Hohe Möbel. Und kleine Möbel. Jetzt sind die Wände dran, das machen wir mit Ziegelstein. Eins, zwei, drei. Also den Deckel mache ich auch wieder aus Stein. Jetzt kommt Stein und Holz. Also, nee, für den Dachboden brauchen wir keine Teilungen. Im YouTube habe ich auch so welche, das heißt Minecraft-Möbel gefunden und da könnt ihr auch eure Möbel einsetzen. Also so unbedingt braucht ihr braucht nicht so unbedingt einen Dachboden. Ihr könnt den Dachboden auch für noch höhere Möbel machen, wie so ein Hochbett. Oder so. Ja, passt. Gut. Jetzt haben wir alles. Und dann. Oh, hier habe ich das Glas vergessen. Glück mal. Ah, da tun. Da. Mal sehen. Ich find's doch schön. Gut. Also. So. Unglaublich. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch so welche wie da dieses Dingsbums, wie heißt es nochmal?
Ah ja. Eichenholztreppen benutzen, damit ihr so drauf sitzen könnt. Wie ich jetzt unten. Also bei unten. Ich zeig's euch. Wie ich es hier gemacht habe. Und wenn ihr auch so schnell wie möglich so dringend in anderen Zimmer wollt, dann nehmen wir hier so Türen. So Eichentüren. Und hier tun wir Türen. Ihr könnt auch die andere Tür benutzen. Hier tun wir die Tür. Also, jetzt kommt wieder dieser Deckel und das wird auch wieder ein bisschen lange dauern und deshalb schneide ich es auch raus. Also hier so. Hier machen wir keine, aber wenn ihr drauf Lust habt, von mir aus gern, dann könnt ihr so welche. Ja, ich nehme auch so oben einen Balkon am Dachboden. Auch so einen Balkon. Also ich mache es so, damit es stabiler ist. Also damit es sich hält oder sowas, oder damit es stabiler ist, wie man es auch sagt. Also hier, oder wenn ihr es besser wollt, könnt ihr es auch so machen. Mir gefällt so. Ups. Gut.
Ich habe hier das alles so zugedeckt, auch das hier. Ich zeige euch mal, wie ich das von unten gemacht habe. Und zwar so. Und jetzt kommt unser Dachboden. Also, hier kommt wieder die Tür. Deswegen machen wir es hier. 4, 1, 2, 3, 4. Und so. Damit wir auch rein und raus können. Oder wenn es hier 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gut. Oder wenn ihr wollt. Oder mir gefällt es eher noch kleiner. Und zwar so. Damit es auch passt. Gut. Also, wir nehmen diesmal eine Birkenholztreppe und das ersetzen wir gegen Zaun. Das brauchen wir nicht unbedingt sozusagen unbedingt. Wir brauchen noch mal ein bisschen andere Farbe. Das geht nicht. Also, dann machen wir das ein bisschen sozusagen. Also, wir nehmen auch wieder Eichenholz und ersetzen das gegen Wolle. Oder nee, eher Birkenholz, auch Birkenholz. Gut. Und hier auch. Und hier das allerletzte. So sollte es insgesamt aussehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich es ein bisschen verbessern soll. Aber ja, das finden wir noch raus. Also eigentlich hätte das der dritte Video sein sollen, aber egal. Okay, ich glaube, aber ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich mache das hier noch schnell und dann sage ich Tschüss.
Also hier. Ups. Hier. Hier. Und. Okay. Also, tschüss und bis zum nächsten Video.